Hallo YouTube, hallo Abonnenten. Heute möchte ich euch gerne mal ein etwas anderes Unboxing vorstellen mit dem iPad Air und dem iPad Air Smart Cover. Dazu kommen wir später. Ja, als erstes, die Folie habe ich schon entfernt, wie ihr sehen könnt. Das ist eigentlich der Karton. Ziemlich unspektakulär, wie immer bei Apple. iPad Air steht drauf. Ich habe mich für die Space Grau Variante entschieden. Mit 16 GB und Wi-Fi only. Ja, auf dem Karton steht nicht viel drauf, außer Seriennummer und ja, dass es immer wieder ein iPad Air ist. Vorne mit Bildchen, an der Seite immer der Apfel, oben und unten. So, dann machen wir das hier mal auf. Ja, eigentlich wie immer, die obere Hülle kann weg. Und dann, wie bei jedem iPad eigentlich, direkt vorne mit so einer kleinen Masche zum Herausziehen. Mal eingepackt haben wir dann auch schon das iPad Air. Wie gesagt, den Space Grau ist vorne schwarz. Ja, mitgeliefert wie immer ein Kabel. Das ist jetzt mit dem Lightning-Kabel. Das ist ja seit dem iPad 4 und dem iPhone 5 ist es ja ein neuer Stecker. Nennt sich jetzt Lightning. Gut, das Ladekabel. Dann der AC-Adapter. Hier drin ist wie immer viel Spielkram, soweit ich mich entsinnen kann, ist hier, ja klar, die Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen und natürlich wie üblich unsere Apple-Aufkleber. Ja, dann packen wir das mal wieder fein da rein, das brauchen wir nicht. So, und dann nehmen wir uns jetzt nochmal das iPad vor und packen das schon mal aus. Ja, wie immer, ganz schlicht eingepackt. So, hier haben wir den Stummschalter. Dann haben wir hier den Laut- und Leise-Schalter. Obendrauf der Power-Button. Unten der Lightning-Anschluss. Etwas schlechter zu sehen wegen der Helligkeit. Ja, dann entfernen wir auch die Folie. Ist eigentlich immer gleich. Die kann man von oben nach unten wegziehen. Ja, da haben wir das gute Stück auch schon in der Hand. Die Folie einfach mal auf Seite. Das ist auf jeden Fall sehr leicht geworden, das iPad Air. So, mal einschalten. Und schmaler ist es auch geworden. Leider habe ich mein iPad 3, was ich schon verkauft hatte, nicht mehr zur Hand, dass ich es euch zeigen kann. Aber auf jeden Fall ist es etwas schmaler geworden. Und da ist es auch schon. Holla, hallo und die verschiedenen Sprachen, die uns das immer begrüßt. So, nehmen wir uns jetzt mal das Smart Cover zur Hand. Ich habe mich für ein grünes entschieden. Das grüne hatte ich damals auch schon. Fand das recht interessant. Sah auch gut aus. Nur damals hatte ich ein weißes iPad. Da sah das mit dem Grün etwas besser aus. Diesmal habe ich kein weißes genommen, sondern halt mich für die Space Grau Variante, die vorne schwarz ist. Das iPad daneben gelegt. Und dann durch Magneten in dieser, ja, Smart Cover eingearbeiteten Magnete hält das sehr, sehr gut am iPad. Und dann lässt es sich verschließen. Und auch durch den eingebauten Mechanismus kann man jetzt, wenn man das Smart Cover dann vom iPad öffnet, geht das iPad auch direkt an. Das kann man hier leicht erkennen. Und dann, wie ich gesagt habe, kann man das schön zusammen machen. Das Smart Cover und dann nach hinten klappen und dann hält es sehr, sehr wunderbar zum Festhalten. Ja, zum Öffnen, Schließen und geht an, wie ihr seht. Ja, und halt auch aus, wenn man es schließt. Ja, genau, man kann das noch hinstellen, also legen in dem Fall. Dadurch, dass es jetzt nicht eingerichtet ist, funktioniert natürlich jetzt auch nicht der Indikator, dass er das jetzt dreht, das Bild. Oder man kann es auch hinstellen zum Filme schauen. Ist auch sehr angenehm. Oder auch hinstellen, wenn man mit Tastatur davor arbeitet. Das geht auch. Dann einfach Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus, euer Hans. Cheers!
Thank you.